Ist klar. Ganz lässig unter Wasser abhängen und ein paar Selfies machen. Hält der eh nicht lange aus. Auch nicht in der Pose. Tu nicht so. Die Atmungsorgane des Menschen sind einfach nicht auf ein Leben unter Wasser ausgelegt. Weshalb, erfährst du hier. Okay, wir starten ganz easy. Atme einmal tief ein. Du merkst, wie sich dein Brustraum weitet. Luft ist in deine Lunge gelangt. Aber welchen Weg nimmt sie dabei? Der Anfang ist klar. Über Mund und Nase gelangt die Einatemluft zunächst in den Rachenraum. Sie strömt am Kehlkopf vorbei, durch die Luftröhre. Diese teilt sich in zwei Hauptäste, die Bronchien. Nun ist die Luft in den Lungenflügeln angekommen. Die Bronchien verästeln sich zu immer feineren Bronchiolen, welche schließlich in den Lungenbläschen, auch Alveolen genannt, münden. Krasser Fakt, deine Lunge besitzt um die 300 Millionen von diesen Bläschen. So, die Atmungsorgane des Menschen in einem Bild erklärt. Klasse, oder? Nee. So schnell lässt dich Sofatutor nicht von der Leine. Die Funktion der einzelnen Atmungsorgane ist ebenfalls äußerst spannend zu betrachten. Legen wir los. Wie wir eben gesehen haben, der Weg der Einatemluft beginnt zum Beispiel in der Nase. Ja, so auch beim Nasenaffen. Bleiben wir beim Menschen. In der Nase bzw. in den Nasenhöhlen wird die Luft angefeuchtet und erwärmt. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgabenchat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen.